Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Frage, ich habe gerade in Thüringen. Der Live Plus. Ja, mein Gubbern ist ja fertig, aber ich sehe gerade schon zwei Stellen, was nicht gemacht wurde. Das werden wir gleich mal nacharbeiten, damit das nicht vergessen wird. So eine ekligen oder unschönen kahlen Stellen da gibt. Den Kurs können wir mal theoretisch zumindest verstecken, ne? Ja, das ist halt mal so, wenn die Kurven ungünstig sind. Dass der Boden sieht richtig so realistisch aus, ne? So ein bisschen feucht und ein bisschen trocken schon, ne? Also, naja, das Terra Live so aufmachen, ne? Ich hoffe ja, dass ja 25 das nicht lange dauert. Ich möchte ganz gerne sobald wie möglich dann wechseln zur 25er Version. Klar, wer will das nicht, ne? So, wir werden mal die Runden abfahren, die Ecken. Ah, unser Steuer ist angefahren. Parken wir mal umbauen, umstellen. Der ist da fertig, so kam die Meldung. Obwohl der oder er konnte ja, na gut, hat er aufgehört. Kommt er nicht weiter, weil er die Big Packs im Weg sind? Ey, da ist aber nicht gekrankt worden. Du. Also hat er die, na ja, gut, dann hat er durchgefahren und dann, na ja, gut, okay, war halt. Ja, wenn Helfer ist, in so eine Felder halt ungünstig, ne? Ist ja mal. Ja, es gab ja ein Update für Produktion Infomod. Jetzt sind die einzelnen Sachen genauer definiert, ne? Also kann man da schon das erkennen, was da im anderen reicht, ne? Ich werde hier eine Mais aussehen für Silage. Gibt da jetzt eine spezielle Sorte und das werde ich mal Verband machen und ein bisschen mitmachen, also nicht nur, das wird dann zu viel. Doch in jeder Ecke ist was stehen geblieben. Arbeitsbreite verringern, das wäre vielleicht eine Option, ne? Dann brauche ich eh länger, ne? Wäre ja auch ein Sinn, ne? Naja, gut. Nicht schlecht, die dann jetzt auch mit Terra Life zusammenhängt. Aber die Ecken machen wir jetzt nicht nach, das ist halt nicht notwendig. Und da nichts jetzt direkt zu hat nochmal, ja, da hätte man nicht müssen. Stimmt. Oder ich gucke mir mal eine andere Maschine an. Ich probiere das einfach aus. Dann würde das Nacharbeiten nicht notwendig sein. Dann macht er vielleicht die Ecken trotzdem. Na gut, mal gucken. Dann lass mal sein. Sind wir fertig. So, parken wir ihn mal hier ein. Beziehungsweise schicken uns zum Hof. Wir schicken wir dahin zu Big Agarasse. Dann ist das immer ganz gut. Wenn er hier den Kurs sucht. Wieso sind die an die um Acker?
Ach, da habe ich hingeschoben gehabt, damit, damit wir da gruppern können. Dass er Gruppe verarbeiten kann. Ja, dann muss gleich einen Kaltschauer nehmen und das wegholen, ne? Das soll ja vorher fertig werden, bevor wir hier ausbringen, die Aussaat hinbekommen, ne? Ja, wir haben diese Maschine da. Gucken, ob ich die andere Maschine habe irgendwo für. Ja, gut, es ist auch egal. Mal sehen, dass es so fertig wird. Dann hat er im Prinzip die Ecke ist fertig gemacht. Das passt ja auch. Blum. Das sieht so aus, wenn das passt. Die Ecke garantiert nicht, ne? Doch, passt auch. Dann muss ich dabei gewesen sein. Ja. Ist schon okay. Das Gruppen hat er mir hinterher gemacht, also teilweise vorher und hinterher. Das ist natürlich dann schwer optisch zu erkennen, ne? So. Da mag wir rüberfahren. Sollte man nicht machen, aber wir machen es mal. Nee. Hat noch keine Auswirkung, sag ich mal so. Ob es 25er Auswirkung hat, ich glaube auch nicht. Das ist nur eine Optik, was sie jetzt gemacht haben mit der Spurvertiefung. Geht ja um die Berechnung, das ist natürlich auch eine Sache für sich, ne? Außerdem müssen sie sich in 3 Jahren wieder was Neues einfallen lassen, damit sie mit offen haben. Ne? Jetzt gibt es ja die neuen Prozessoren für Intel. Aber da gibt es auch schon Meldung, dass die auch eine Macke haben. Also ich persönlich werde jetzt mir eh keinen Rechner kaufen. Das hatte ich ja schon vor über 2 Jahren. Jetzt 2 Jahre ist jetzt her. Ne? Weil meine hat die Leistung locker und ich hab's ja. Ich sage mal, ich kaufe deswegen ein bisschen besser ein, damit es auch ja nicht, dass ich da mir da unnötige Kosten reinschmeiße, ne? Im Grunde mache ich extra deswegen das so, dass ich halt nicht weniger Leistung kaufen muss. Mein für LS sind die Leistungen allemal ausreichend und nehmen an führen da oben oder hier vorne von an. Sollte an sich kein Problem darstellen. Ob es reichen wird, hoffen wir nicht. Wenn gleich eine Meldung kommt, das Ziel erreicht und fertig. Ja, sehen wir. Also von der Farbe her kann man erkennen, dass da nicht gemacht wurde. Aber hier ein bisschen, na gut, deswegen den und da. Ja gut, was soll's, ne? Speichern. Wollen wir nicht so pingelig sein. Ob das jetzt hinkauen würde mit dem Kurzblick holen und wieder wegfahren, müsste man testen. Der Tor aufgeht, ich weiß es nicht, ist noch nicht probiert. Der okay, das haben wir keine. Das wäre eine Seemaschine für Mais. Du bist da, dann fahren wir dich gleich mal weg. Kommt noch Regen, können wir noch so wegfahren, ne? Mal gucken, ob der Regen jetzt auch sauber macht. Ich meine, machen wir nichts vor, ein bisschen sauber geht immer, weil glänzen geht nicht. Dazu ist der Regen zu leicht und selbst ein Kelcher alleine auch nicht 100%, ne? Machen wir nichts vor.
Gras. Habe ich wieso nicht gekauft doch. So geht nicht kaputt. Allerdings. Oder es gehört mir nicht, kann auch sein. Dann geht es ja nicht kaputt, ne? So, das kann man nicht sehen, ne? Anzeige für Taste groß und klein. So. Gülle haben wir noch keine da. Nicht mal an. Und selbst wenn, wäre es nicht dramatisch. Mineraldünger. Gibt es auch mal. Jo. Müssen wir noch gucken. Für Saatgut kaufen geht über Saatgüter. Terraleich Mod Saatgut. Feldfutter. Gibt es hier unter Silage Mais Saatgut. Und da gibt es hier palettenmäßig Big Bags oder Palette. Wir nehmen Big Bag. Jetzt sehen wir, gucken wir nach der Anzahl hin, schieben wir Rabatt. 30% Rabatt. Ist nicht schlecht, ne? Mal gucken, wo es hinschmeißt. Aber schon teuer, ne? 50.000. Da können wir gleich mal gucken wegen freien Traktoren und dann bringen wir das gleich mal in Position. Mit einem Gerät war aber nicht anfangen, das ist ja halt, ne? Das ist ja alles Rufe, ne? Die Lage Mais. Aber vom Preis her ist schon heftig, da, also gewaltig. 50.000, also. Da können wir mal verdienen, ne? Hier ist die Produktion. Habe ich probiert und dann habe ich lange getestet. Das muss das, dieses Gras muss es sein für Weideheu. Das ist, 8 Wiese. Ja. Ist verrückt, aber habe ich getestet und dann das Gras mir geändert über diesen einen Mod. Wo ich dann hier eingezogen bin und war gerade da, hat so gelassen. War ja gar nicht mal meine Absicht, aber ist halt da, muss ich halt umbauen, ne? Irgendwie in Nähe vom Hof. Wenn wir mal richtig Kälber haben, dann ist das nicht schlecht, wenn wir das so separat machen können. Ich meine, der Kuhstall macht es automatisch, soweit ich weiß. So, was war Feld 5? So, dann brauchen wir noch einen Traktor. Zwei Stück, genau. Schau mal. Aber der kann es nicht. Irgendwie ist die ganze Textur schärfer geworden, finde ich. Irgendwie. Was an meinem Rechner liegt? Weiß es nicht. Der hat die Leistung, das ist der 8er, ne? Die wollen eh Heu machen, das ist ungünstig, wenn wir den gleich wegnehmen. So, wir nehmen mal den ersten. Ballenpressen. Das ist ein 9er, ne? Jo. Hier Weidegras, Heu, das geht nicht, das ist Weidegras, ne? Ja, wie das so ist, ne? Man muss da mal nach und nach reintapsen, ne? Ich nicht. So. Bei Ballen geht da nicht rein. Ist ein bisschen ärgerlich, aber es hat man so, ne? Weil deswegen ärgerlich, wenn man umstellen muss. Aber wie gesagt, das ist ja ein echtes ja ein Ballenbänder dran, ne? Die musste eigentlich normalerweise immer erst entfernen. Für die BGA mag es egal sein, aber für den Kälber, also für den Magen von Tieren eher nicht. Obwohl BGH es auch nicht egal ist, ganz einfach. Wir müssen den waschen, wo können wir nichts sehen.
weil das Rührwerk in drinne von der BGH würde jetzt komplett alles entwickelt werden und das kriegst du einen guten nicht mehr ab. Also mit, haben wir keinen Kercher hier gehabt? Nee, dann mal einkaufen. Bauen. Gebäude. Wo ist das Ding jetzt, ne? Ganz gute Frage. Silos, Portion. Sonstiges. Zeuger. Hoflan. Den haben wir hier auch. Schilder haben wir viele hier, ne? Malpflanzen, Dekoration. Tiere. Das ist eine gute Frage. Wo ist das hingepackt? Tools. Ich sage mal Tools. Also ich habe Englisch nie gehabt, also von daher ist mir im Grunde auch egal. Okay, ich sehe jetzt nicht. Doch hier vorne. Ja. Ich finde das so doof, ne? Selber fahren muss schon mal gucken. Fehlt auch eine Taste für Heimischanlage, ne? Ob man das so ein bisschen hinbekommt. Jetzt kommt dann die Zeit, wo das Auto beschlägt. Da muss ich näher mal gucken, dass wir näher bei mir im Auto Wasser auffüllen. Beziehungsweise das die Lösung für, dass er nicht einfriert. Oder man hat da festgestellt, meine Innenscheibe, die Scheibe innen ist verstaubt. Das muss ich mal putzen. Weil das wäre ungünstig. Und blut sich eher beschlägt dann leichter. Der Fahrer ist angekommen. Das ist ungünstig, dass er irgendwo in der Mitte ist, ne? Und ich komme mit Maschinen kann. Links. Ja, aktive Verträge nur, wenn er wirklich nichts zu tun hat. Schon besser. So laut? Ich schon, aber drinnen geht's. Ist ja, der Ton ist nicht immer gleich, ne? Also ist ja von Tag auf Tag verschieden. Das ist ja, gerade bei Mods ist man ein bisschen, obwohl es ist ja echt auch so, ne? Ist ja nicht jedes Auto oder Traktor gleich. Wäre ja schlimm. Funksteuerung. Jetzt haben hier einige Bauern auf ihren Feldern eine Zwischenfrucht eingeknallt und teilweise auch mit Mais. Soweit ich weiß, gibt es da wohl eine neue Verordnung von der EU, mit dass der Boden nicht brachliegen lassen, also nicht brachliegen darf. Aber da glaubt man, dass das haben sie übrig gehabt. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, bevor sie Saatgut kaufen, nehmen sie das Zeug, was sie von der Ernte übrig hatten. Wahrscheinlich. Ich bin einer Meinung, dass man sich in gewissen Dingen sich nicht einmischen soll. Sag mal, der Bauer wird schon wissen, was gut ist für so einen Acker. Ne? Ist ja sein Land, geht den anderen ja nichts an. Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, wenn jetzt zum Beispiel Bauer Förderprogramme hat, das wird satellitenmäßig überwacht. Also, so grenzüberwachen können sie nicht. Das ist schon ein bisschen komisch.
der andere fertig? Weiß ich nicht. Keine Meldung, ne? Der scheint fertig zu sein mit dem Kalk. Da ist mir ein Zug, das muss eine andere Karte sein vom Sound her. Vermutlich mal. Hier, das ist uns andere Gras hier. Kühe nehmen es auch nicht an, aber kaufen normalerweise. Oder gleich den Weg gerade einkippen. Ich lasse mal drauf. Da war ja noch eine. Da war ja noch eins auf dem Feld. Wieder hinten. Gut. Wenn man Traktoren hat, die ein bisschen Leistung haben, dann hast du keine Probleme mit der Leistung her, ne? Das ist nachher, weiß ich, nicht vorwärts geht, ne? Ich meine, wir haben eine Gruppe davon abgesehen. Sollte es eigentlich keine Probleme geben von der Leistung, Bonus ja dann weich, ne? Also im Frühjahr ist er meistens noch ein bisschen nass von Natur aus. Aufgrund des Sonnenstandes, dass es nicht so viel verdunstet. Als wenn man da ja im Spätherbst, ne, da kann es schon mal trocken sein. Oder im Sommer, ne? Und gerade Lehmboden, Tonboden kann schon sehr hart sein. Ja, jetzt haben wir wieder so ein Fremdnähe mit einem Fremd, ne? Ja, Fendt ist aber gut, das ist schon schönes Gerät. Das mögen viele. Aber mir ist im Grunde egal, muss funktionieren, ne? Deswegen kaufe ich jetzt keinen Fendt. Fendt ist halt auch gut geeignet für lange Strecken fahren und so, dass wenn man 60 km/h fährt. Das ist halt passend. Ja, ich hoffe, das soll schon heute gewesen sein. Ne? Schönen Dank fürs Einschauen. Für ciao. Und bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Abonnieren, ne? Also 803 heute. Ob das bleibt so. Manchmal ist ja so, ne? Ob YouTube löscht oder sie eine online löscht. Oder geht. Kommt ja halt mal vor. Aber das ist ja nicht mehr schlimm. Das ist irgendwie normal. Ist halt so. Ja, ich habe mich bedankt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.